ist, ja. Ja, es nimmt schon auf. Ich wollte gerade mal ein paar Gedanken loswerden und mal hier kurz mal diese Funktionen ausprobieren auf dem neuen Computer. Willst du auch mal Hallo sagen? Nein, nicht. Hallo. Hallo. Mir ist ja eben was aufgefallen und der Jan hat heute Morgen was gepostet, was ich gelesen habe. Und zwar hat irgendein linken Abgeordneter den Herrn Gauck einen widerlichen Kriegstreiber genannt. Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt und stand die Frage darunter, ob es auch ehrwürdige, ehrbare Kriegstreiber gibt. Und die Frage war einfach irgendwie, glaube ich, in den Raum gestellt. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort darauf gab, aber mir ging Folgende durch den Kopf. Ja, muss ich da mal so ein bisschen vergegenwärtigen, was Kriegstreiberei überhaupt ist. Nämlich eigentlich alles, was den Krieg vorantreibt. Und ich kenne sehr, sehr viel mehr ehrwürdige Kriegstreiber als widerliche Kriegstreiber, vor allen Dingen persönlich, weil den Menschen langsam mal klar werden muss, dass wenn ich Kriegsthemen verbreite, ich damit den Krieg vorantreibe. Das heißt, jeder, der hier gerade irgendwas über Russland oder Putin oder sonst irgendwas postet, ist, aber das, ob ihm das jetzt gefällt oder nicht, ein Kriegstreiber. Denkt mal einfach drüber nach und macht euch euer eigenes Bild, aber ne, zeigt nicht immer mit dem Finger auf andere. Unsexy.